Hi zu einem nicht, also Video außerhalb. Ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade echt motiviert, YouTube-Videos zu drehen, obwohl ich jetzt nicht die größte Reichweite habe, aber das kenne ich von allen anderen Social-Media-Seiten auch. Also ich bin da nicht so wirklich mit bewandert. Aber nach längerem will ich mir mal wieder meinen kleinen Erzfeind an. Ich muss Wasser holen. Sieht man das? Nein. Ja, ich habe nur noch eine Pfütze drin, Alter. Es steht immer so lange rum und verdunstet so viel. Ja, ich zeichne sehr, sehr oft mit Aquarell. Und falls ihr jetzt Zustände bekommen habt, weil ihr seht, dass die Tasse dezent dreckig ist, es tut mir nicht leid. Sie ist nur dafür für Wasser und niemand wird mehr daraus trinken, deswegen ist sie ja meine Wassertasse. Also, ja. Ich und Aquarell sind definitiv nicht die besten Freunde. Ich finde zum Beispiel weiße Stoffe extrem schwer mit weiß zu kolern, weil zumindest bei Copics greife ich dann immer, schön gucken, dass es auch im Bild ist, ja, greife ich immer nur auf die Grautöne zurück. Weil zum einen finde ich, ist weißer Stoff der einzige, der extrem selten auch mal andere Farbnuancen aufwirft. Und es ist zum Teil ja Gewohnheit. Ein witziger Fun Fact dazu. Bevor ich mit Copics anfing, hatte ich mich mit Aquarell ans Colorn rangeübt, rangepirscht. Wie auch immer man das besser nennt. Nur seit ich jetzt den Dreh raus habe mit Copics wiederum, ist so außer HG-Gepanscht, also Hintergrund, wie wenn ich schreibe, kürze ich sehr viel ab. So ziemlich das. Shit, ich habe kein Tuch. Doch, ich habe noch hier eins. Das ist ziemlich das Einzige, was ich damit irgendwie zustande bekomme. Und ja, ich habe mich jetzt auch sehr, sehr lange Jahre davor gedrückt, wieder ein richtiges Artwork komplett damit zu kolorieren. Und das mache ich gerade auch ehrlich gesagt nur, weil ich eine Umfrage auf meiner Facebook-Seite gemacht habe. Es war für mich selbst so ein kleines Druckmittel, sag ich mal. Ein bewusstes Druckmittel. Weil ich weiß, egal wie viel Bock ich habe zugegebenermaßen zu viel Schiss, dass es nichts wird. Und daher war dann so, du weißt, es wird sonst nichts, also machst du einfach eine Facebook-Umfrage, weil dann treibst du dich selbst schon in die Ecke und wirst es auch wirklich, weil durchziehen und dich nur wieder denken, ja, das könnte ja passen, aber was ist, wenn es scheiße wird? Und ich meine, ich predige ja selbst zu oft, sehr oft, dass man, zumindest wenn es halt wirklich nur ein Hobby ist, aufhören soll, immer Angst haben vor Fehlern. Aber ich muss zugeben, Aquarell ist so ziemlich das Einzige, wo ich echt selbst diese Angst habe. Ich meine, ich bin selbst nicht mit meinen Skills, sowas Elementsachen begangen. Also jetzt zum Beispiel Feuer und Wasser bin ich jetzt selbst nicht so zufrieden und AG-technisch kann ich auch noch sehr viel bei mir rausholen, das weiß ich. Aber da bin ich nicht ganz so verklemmt wie bei Aquarell. Weil dadurch, dass ich weiß, dass ich, bevor ich mich mit Copics anfing, das Ganze konnte, ist das so. Ja, es ist einfach frustrierender, weil du weißt, du konntest es mal und jetzt aber kannst du es halt nicht mehr so überzeugend, sagen wir mal. Es sind halt zwei verschiedene Medien. Angefangen bei der Basis, also das eine hier Wasser, das andere Alkohol und dann eben auch, wie du arbeiten musst. Bei Copics musst du schnell arbeiten, weil sonst kannst du nicht mehr ordentlich blenden. Je nachdem, was für ein Papier du nutzt und wie du arbeitest, zieht die Farbe nun mal relativ fix ein.
Das war eine Nachricht. Und ist das Lila? Ja, es ist Lila. Und Aquarell dagegen ist halt echt so ein Geduldsding. Und ich muss zugeben, ich weiß nicht warum, aber ich habe echt so einen kleinen, fast schon Zwang, dass ich immer nach 3 Tagen, wenn ich ein Bild angefangen habe zu colorn, das auch beenden will. Dieser Scheiß ist einfach echt drin. Ich sag zwar immer, ich will meine Ruhe haben beim Zeichnen, aber zugegeben, das ist irgendwie so ein kleiner Tick inzwischen geworden, dass wenn ich ein Bild anfange zu colorn, ich will es nach 3 Tagen fertig haben. Das triggert mich sonst dezent, wenn ich es halt nicht schaffe in diesem Zeitraum. Und ich glaube, das ist schon wieder für eigentlich weißen Stoff viel zu viel Farbe, aber scheiß drauf. Ich versuche mich zusammenzureißen und das ganze Ding zu Ende zu colern. Ja, es ist okay. Ich werde ja sehen, wie es am Ende ausartet, wenn ich ganz fertig bin mit allem. Sag mal so, nicht das optimalste Ergebnis, aber das geht noch. Es ist alles noch im okayen Bereich, außer das hier. Man sieht nicht mehr, dass es ein weißer Stoff ist. Hier sieht man es noch, aber hier nicht mehr. Ich hoffe, mit Budgies kann ich das noch besser retten. Aber das habe ich da schon mal verkackt. Die Haut geht. Da habe ich ehrlich gesagt Schlimmeres erwartet, aber es ist noch okay. Man kann auch damit leben. Habt ihr eigentlich so ein Hassmedium, wo ihr sagt, entweder es wird einfach nichts mehr oder sieht, wie sagen wir das am besten? Oder wie sage ich das am besten? Sagen wir mal, es sieht suboptimal aus. Oder wollt ihr irgendwo gar kein anderes Medium, sondern seid zufrieden, dass ihr das eine beherrscht, was ihr halt beherrscht? Ganz froh, wenn es am Ende ganz passabel ist. Ja. Wie auch bei meinen Comic-Bildern
kann ich mir hier Buntis nicht verkneifen, um nochmal ein paar mehr Farbnuancen rauszuholen. Das ist halt auch eigentlich kein Aquarellpapier. Das ist ein Mixed Media Papier, was ich missbrauche in diesem Punkt. Naja, missbrauchen kann man jetzt nicht sagen. Es ist halt sozusagen der Mittelweg zwischen allen Medien. Aber es ist an sich eigentlich auch nicht für ein komplettes Aquarell-Artwork gedacht. Ich hoffe, ich zerfetze hier nichts. Schon allein, ich weiß, ich hätte länger warten sollen, um der Gefahr zu entgehen, dass es auf einmal futsch macht. Aber wie schon am Anfang erwähnt, ich habe nicht die größte Geduld dafür. Ich hoffe einfach nur, das wird was. Sonst setze ich mich heulend in die Ecke. Es ist auf jeden Fall bisher sehr, sagen wir, interessant. Es ist auf jeden Fall bisher sehr interessant.
Also, mich triggern gerade ganz hart dezent ihre Haare. Mal zum einen, dass eigentlich diese Seite kurz geschoren ist, aber ich muss auch erstmal finden, wie ich das Copics ordentlich darstelle. Aber das ist es. Ich bin eigentlich ganz stolz auf meine Haarcolor, so auf die Haarstruktur. Das ist halt wirklich eine schöne Struktur hat, aber hier ist es einfach nur so platt. Aber wenn ich so auch wieder den Strähnchen versuche, also so dieses Ziehartige, das wird auch nichts. Das Einzige, was okay ist, ist die Haut. Wobei hier so der so Nase, Augenhöhen, Schatten, Bereich nicht so top ist, aber geht schon. Aber dafür ist immerhin das Dekolleté schön. Aber es ist trotzdem so. Und vor allen Dingen die Federn. Ich kolle ja nur mal Haare und Federn gleich. Und die sind aber auch nicht so strukturlos sein. Mich triggert das hart gerade hart dezent. Kennt ihr das? Ich weiß noch nicht, ob ich es irgendwann richtig beende, also mit Aquarell, oder ob ich sage, mache ich den Rest wenigstens ordentlich mit Copics. Und ich lasse erstmal den anderen Scheiß trocknen und liefere euch dieses unfertige Speedpaint. Yeah! Ja. Keine Ahnung, auch wenn eigentlich unfertig nicht so optimal ist, aber jeder Künstler kennt das. Und ich meine jetzt nicht nur zeichnende Künstler, so wenn ihr zeichnet, sondern auch Musiker, Cosplayer. Überall, wo du irgendwas erschaffst oder bearbeitest, wenn man zum Beispiel nur Fotos bearbeitet. Ihr seid alle Künstler. Ihr müsst nicht damit Geld verdienen. Für mich steht Künstler oder Kunst einfach für Dinge erschaffen. Also, kennt ihr das? Also, mich triggert halt, wie gesagt, gerade dezent hart die Haare. Und nein, ich habe keine Lust mit Buntis die Struktur einzuarbeiten. Das, zum einen, ich weiß, das Papier ist schon semi-strapaziert, weil es halt, wie gesagt, kein reines Aquarellpapier ist. Und zum anderen, dann würde dadurch aber wieder das Aquarell untergehen, weil ich dann halt so, sagen wir mal, 75% der Fläche mit Buntis zuklatsche. Es ist ein bisschen deprimierend, aber vielleicht gefällt dir ja trotzdem das unfertige Speedpaint. Ich werde gleich nochmal YouTube durchgucken, ob ich ein schönes Haarcolor-Tutu finde und halt nochmal ein paar allgemein Aquarell-Videos angucken. Ja, vielleicht habe ich ja dann mal ein fertiges, zufriedenes Speedpaint abzuliefern. Aber ich dachte mir, ich bin einfach mal mutig und zeige euch ein unfertiges Bild und laber dazu so ein bisschen, warum wir irgendwie keine besten Freunde werden. Also ich ziehe echt fett meinen Hut vor allen Aquarellkünstlern. Ah ja, und auch wenn ich mein Problem mit Aquarell habe, ich bin Künstler und Suchti. Materialsuchti. Ich habe eins, zwei, drei. Moment. Vier. Ja, mit der werde ich auch nochmal was ausprobieren, weil ich habe da eine Idee im Kopf, wie man die super verwenden kann. Sagen wir mal 4,5, weil das sind ja eigentlich nur Goldtöne, aber Bitch, es glitzert. Fünf. Und ja, das war mein aller erstes Aquarell-Dings und ich bin immer noch. Ich mag es immer noch, ehrlich gesagt. Nur es hat mir zu wenig Farbnuancen. Vor allen Dingen, guck mal, es hat eine wunderschöne Hautfarbe, Alter. Hautfarbe findest du extrem selten im Aquarellbereich. Das triggert mich am meisten. Naja, jedenfalls. Material sucht die. Ich habe ganz viel Aquarell. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich es können würde. Und weil Aquarell ja einfach schönes ist. Und ich halt auch immer wieder ein bisschen, ganz gerne ein bisschen Abwechslung hätte in den Medien mit meinen Artworks. Und ja. Ich habe genug gelabert. Auf jeden Fall dann. Danke, wenn du reingeklickt hast. Sag mir doch, ob dir das gefällt, wenn ich jetzt zum Beispiel. Ich habe auch öfter mal ein, zwei Videos angefangen, aber dann geschrottet in dem Sinne, weil ich nicht fertig wurde. Das war irgendwie deprimierend. Aber irgendwie finde ich es jetzt auch ganz spannend, auch mal sowas hochzuladen.
Gefällt dir das? Ja, ich sage du. Es ist mir scheißegal, wie alt du bist. ja. Ich habe genug gelabert. Man sieht sich hoffentlich beim nächsten Video und es tut mir leid, aber bitte klick doch auch mal die anderen Videos an. Ich weiß, die sind nicht professionell und so schnell werden sie es auch nicht, weil ich müsste mir eigentlich noch einiges zu tun, damit es professionell wird. Damit meine ich jetzt zum Beispiel auch nochmal definitiv eine neue Lampe, weil ich bin so auf Tageslicht angewiesen, was halt mit meinen Jobzeiten schwierig ist. Eigentlich würde ich ganz gerne eine Kamera haben, da würde ich eigentlich. Ich hätte nichts dagegen, gegen ein gutes Video Software zu kaufen. Auch wenn sie kostet, nur hoffentlich Ostpreis. Ich hasse Abo-Zahlung. Aber momentan ist es einfach vorne und hinten nicht drin. Und ja, Halterung halt, ne? Also ein Stativ. Egal. Also bitte tut mir den Gefallen und klickt wenigstens eins, zwei an, gerade die letzten von der kleinen Videoreihe, weil auch wenn sie einige technische Fehler haben, es hat scheiße lange gedauert. Allein die Dateien reinzuladen, dauert immer. Ich überlege gerade, also 2 Stunden mindestens. Dann das Bearbeiten beim letzten Color. Speedpaint hat auch mehrere Stunden gedauert, ansonsten auch circa eine Stunde. Und dann das Abspeichern wieder, je nachdem, mindestens 3 bis 5 Stunden. Nur das Hochladen geht inzwischen schnell. Yay! Okay, ich habe genug rumgeheult. Ich würde mich freuen, wenn man was liken, kommentieren oder sogar mich abonnieren würde. Das wäre ganz nett. Und man sieht sich hoffentlich das nächste Mal, ne? Auf Wiedersehen.